Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier bei Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Ich habe gehört, hier gibt es ein Grab, ganz zufälligerweise. Man weiß auch nicht, wie wir hier reingekommen sind, aber man munkelt, hier gibt es auf jeden Fall was zu looten. Denn wir wissen ja, Gräber bringen uns neue Fähigkeitenpunkte, beziehungsweise Fähigkeiten selber, nicht mal Fähigkeitenpunkte. Und da sehe ich mich natürlich auf jeden Fall. Hier muss eine gewaltige Schlacht getobt haben. Ich muss die Barrikade überwinden. Na, okay. Dann schauen wir doch mal nach. Okay. Ich muss die Barrikade überwinden. Lass mich raten, ich schiebe da einfach die Kanone runter. Falconet. Das hat, glaube ich, ordentlich Wumms, wenn das rückwärts da runterrollt. Hat geklappt. Eine spanische Galeone? What? Wie kommt die in diese Höhle? Das ist die Frage aller Fragen. Ja, das Falconet ist zumindest schon mal gut versenkt worden. Überall pfeilgespickte Leichen. Das macht nicht gerade Mut, aber Schießpulver. Sehr gut. Das können wir immer gebrauchen. Alles klar. Da hat jemand aber viel Spinat gegessen, dass die so weit kicken kann. Holy shit. Okay. Na, dann mal hoch. Und rüber. Und hoch. Hundertprozentig brechen wir jetzt hier an Deck ein. Ne, tun wir nicht. So könnte ich reinkommen. What? Ah, ja, ja. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Ja. Jetzt chillen wir hier gut an der Basis. Das Falconet ist in Stellung. Okay. Ich könnte schwören, wir müssen da irgendwie rauf und das Seil manuell durchschneiden. Ich muss zum Bug gelangen. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Mal kurz gucken gehen, ob wir hier auch alles eingesackt haben. Ich muss zum Bug gelangen. Ja. Jetzt seid doch mal ruhig hier. Ist ja schlimm. Ich muss zum Bug gelangen. Ja, aber bevor wir zum Bug gelangen, müssen wir doch erstmal ein Seil spannen, dass wir zum Bug gelangen können, oder nicht? Oder sehe ich das jetzt gerade irgendwie hier falsch? Gut, also da hoch kommen wir definitiv nicht. Ja, das ist definitiv hier nicht so angedacht. Ich muss zum Bug gelangen. Ja. Wir schauen. Oh, da vorne. Das könnte für uns unser Durchgang sein. Na, immerhin. Wie ist das gut durchgerostet hier? Über die Jahre. Oh, lol, was ist denn mit dir? What the fuck? Stirb mir doch bitte nicht. Ja, mit dem Bug hat ja schon mal geklappt. Einsacken. Übrigens, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob das besser geworden ist mit dem Ruckeln. Ich habe noch mal ein paar der Einstellungen getweakt.
nachdem ich einen äußerst interessanten Fund gemacht hatte bezüglich eines Far Cry Streams. Ich glaube, es sollte tatsächlich flüssiger laufen, wenn ich mir dazu angucke. Ich muss zu der Kiste. Zu welcher Kiste musst du denn? Achso, zu der Kiste musst du. Ja, das ist, ergibt natürlich Sinn. Darf ich hier bitte dran drehen? Danke sehr. Mist, er rührt sich nicht. Ich muss zu der Kiste. Ja, ist richtig. Bevor wir zu der Kiste kommen, müssen wir wahrscheinlich erstmal da dran. Nee, so rum. Pull, Lara, pull. Ein Träumchen. Der Baum muss frei sein. Ja, da kümmern wir uns ja drum. Huh. Ja, alles gut, haben wir. Der Baum muss frei sein. Ja. Baum schwingt. Scheiße, der Baum ist zu weit draußen. Ja, den können wir jetzt aber wieder reinziehen. War so der Plan, oder? Ich muss den Baum ausrichten. Ja, das ist richtig. Ich glaube, dafür müssen wir nach hier vorne. Ich muss den Baum ausrichten. Ja, wir sprachen bereits drüber. Oh ja, das ist sehr schön. Die können wir wieder verkaufen. Wir können uns ein paar schöne Upgrades von kaufen. Ja, die können wir immer gebrauchen. Oder hat ja besser geklappt als gedacht. Ich muss den Baum ausrichten. Ja, ich bin unterwegs. Wunderbar. Jetzt müssen wir da nur irgendwie wieder hochkommen. Jetzt müsste ich die Kiste erreichen. Ja, das ist richtig. Aha. Hat geklappt, ja. Ja, doch, doch. Es wird ein Schuh draus. Ich muss die Rahe am Besanmast erreichen. Du kennst dich aber verdammt gut hier mit dem Krams aus. Könnte es sein? Uiuiuiuiui. Dass das alles so hält, ne? Das ist immer richtig verwunderlich. Okay. Daran ist die. Mal sehen, was der Kapitän gehortet hat. Ich wollte gerade sagen. Da ist die Kanone daran befestigt. Ich muss in die Kabine. Ja, jetzt. Oh Mann, ey. Kann man das irgendwie ausstellen? Oh, was haben wir denn da? Notiz des Kapitäns. Wir haben die Einheimischen unterschätzt. Ja, unterschätzen sollte man die Einheimischen auf jeden Fall nicht. Ah, schön Gold. Und eine ordentliche Fähigkeitentafel. Ah, Atem des Kaiman 2. Ja, ne. Zeit, das Schiff zu verlassen. Da sage ich natürlich nicht nein. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Muss er das? Habe ich da was übersehen? Ah ne, das ist einfach nur die Statue, nevermind. Ja, cooles Rätsel auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Bam,
Na komm, quetsch dich durch, Lara. Ich habe übrigens mal darüber nachgedacht, warum sie nie irgendwelche Waffen aufhat, wenn sie sich durch so einen Kram durchzwingt. Bin zu dem Schluss gekommen, wir haben das ja in der ersten oder zweiten Folge gesehen, dass sie einfach hergegangen ist und den Scheiß vorher schon mal durchschmeißt und es dann hinterher wieder aufnimmt. Die Animation hat man sich dann gespart, aber es wäre zumindest eine plausible Erklärung. Wir haben Arten des Kaiman 2, aber Arten des Kaiman 1 haben wir... haben wir noch nicht gemacht. Okay, also den können wir nochmal erlernen und den haben wir praktisch übers Grab bekommen. Ich meine, das ist ja jetzt erstmal nicht verkehrt, ne? Möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Nadel der Echse, das klingt halt auch interessant, dass wir weniger Ressourcen brauchen, um die Überreste... Outfits wiederherzustellen. Das klingt gut. Lockpfeile. Werden angelockt und lösen eine tödliche Giftwolke aus. Sichtfeld wird vernebelt. Stellen Sie Giftgranaten her. Also. Leute. Ich würde sagen, wir warten erstmal mit dem Verteilen der Skillpunkte. Und bergen in der Zwischenzeit ein bisschen gut. Haha, sozusagen. Bergungsgut. Ja, ein bisschen schäme ich mich ja schon dafür. Okay, na komm. Und auch nach oben. Ich habe auch ein bisschen Schiss. In der letzten Folge haben wir ja festgestellt, dass hier Sachen hin und her huschen. Und ich bin mir nicht so sicher, ob ich das so cool finde. Aber gut, okay. Es geht ja erstmal nach oben und nach oben heißt auch, es geht in Richtung Licht. Ein Träumchen. Ist das der richtige Weg? Und ab nach oben. Oh, gut, dass wir hier den komischen Kaiman freigeschaltet haben. Jetzt hier runtertauchen müssen. Okay, wo müssen wir denn eigentlich hin? Müssen wir hier durch? Waren wir hier schon? Ich bin echt gerade hart verwirrt. Hier ist schon mal Schwarzpulver. Ich glaube, das haben wir doch in der letzten Folge von der anderen Seite gesehen. Kann das sein? Ich meine ja. Okay, und hoch mit dir. Sehr schön. Und runterstupsen. Noch mehr runterstupsen. Und Knochen runterstupsen. Okay. Das war nur ein Geräusch. Ja, klar war das nur ein Geräusch. Das würde ich mir jetzt auch einreden wollen. Hundertprozentig hätten wir die Wörter wahrscheinlich die ganze Zeit sehen können. Die chillen jetzt einfach hier die ganze Zeit. Ich muss das schon sagen, ich habe ein bisschen Schiss vor denen, ne?
Na, wo ist denn unser Lieblingsgollum? Oh, der sieht aber ganz schön aufgeknüpft aus. Okay, wann haben wir denn die Pistole ausgewählt? Da ist doch was hinter. Ups. Shotgun. Nice. Wisst, was das heißt, Leute? Ich sitze vorne. Aber ja, Shotgun heißt letztendlich auch, wir kommen wieder in neue Bereiche rein. Denn einige der Barrikaden sind ja nur mit der Shotgun zu öffnen. Oh, das ist auch noch, das ist eine schöne alte. Guck dir an. Ich glaube, die hat sogar ein Magazin. Kann das sein? Und der hatte doch noch einen Patronengurt hier, der Dude. Hast du das alles schon aufgesammelt? Ja, 6 Schuss im Magazin. Finde ich gut. Das müssen die verschwundenen Trinity-Soldaten sein. Oh, und noch ein weiteres Basislager. Finde ich gut, finde ich gut. Ja. Oh, die hat halt... Wir gehen uns mal Damage und Feuerrate und noch mehr Damage, weil wir es können. Jetzt vergleichen wir die nochmal. Ja, das ist definitiv die überlegene Waffe. Hier können wir wahrscheinlich nichts upgraden, aber hier hätten wir noch Upgrades. Nochmal ein bisschen Damage drauf. Noch ein bisschen Feuerrate drauf. Aber selbst dann... Damage ist halt schon insane, ne? Aber ich sehe mich, glaube ich, hier auf der Search Rig. Okay, Wir bleiben, glaube ich, hier bei dem Jaguar-Graben. Der hat uns eigentlich immer ganz gut gedient. Haben wir schon einen weiteren Fähigkeitenpunkt? Nein, nach wie vor einen. Alles klar. Ich würde mal sagen, wir machen heute mal eine kurze Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Bitte denkt dran, einmal kurz in die Kommentare schreiben, ob das mit dem Ruckeln besser geworden ist. Und ja, ich bedanke mich, wie gesagt, ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Bitte empfehlt mich weiter und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein.